Der ultimative Baustoff stammt aus dem Dschungel. Auf Bali gibt es ein ganz besonderes Dorf, das aus einer einzigen Bausubstanz besteht: Bambus. Der Gründer des Green Village ist der Kanadier John Hardy. Er schätzt das natürliche Material für seine unglaublichen Fähigkeiten. Dieser Bambus ist in 3 Monaten so hoch gewachsen. Anstatt die Erde zu zerstören, anstatt den Wald zu vernichten, wächst Bambus unaufhörlich. 2007 beginnt die Geschichte des Bambusdorfes. Heute gibt es hier eine Schule, Wohnhäuser, ein Restaurant und sogar ein Resort. Die Gäste lernen alles Wissenswerte rund um die Superpflanze und deren Einsatzmöglichkeiten. Denn Nachhaltigkeit und Umweltschutz stehen an erster Stelle. Das Tolle an Bambus, er ist leicht und extrem biegsam. Zudem kann er unter idealen Bedingungen bis zu 1 Meter pro Tag wachsen. Das Beste, er wächst immer wieder nach. Das macht ihn zum perfekten, nachhaltigen Baumaterial. Positiver Nebeneffekt, die Pflanzen ziehen Grundwasser an die Oberfläche, so entstehen natürliche Pools. Ein rundum nachhaltiges Ökosystem, das sich positiv aufs Klima auswirkt.